Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Ihr habt es sicher mitverfolgt, die Bedeutung unserer Politik des gesunden Menschenverstands nimmt weiter zu. Nachdem im März die dritte Freie Wählerfraktion in einen deutschen Landtag gewählt wurde, entwickeln wir uns immer mehr zum politischen Stabilitätsanker Deutschlands. In Bayern, Brandenburg und im Europaparlament sind wir ebenfalls vertreten und haben auch bei der jüngsten Bundestagswahl ordentlich zugelegt. Jetzt wollen wir uns noch besser vernetzen. Deshalb habe ich die Landtagsfraktionen aus Brandenburg und Rheinland-Pfalz zu einem interfraktionellen Arbeitstreffen nach München eingeladen. Um es vorwegzunehmen, das Treffen war spitze. Es war ein super Auftakt, um konservative Politik in Deutschland wieder attraktiver zu machen. Wir haben uns unter anderem über die Themen Pflege, Rente, Energieversorgung, Bildung und Kommunales diskutiert. Und wir wollen Tempo machen. Bei wichtigen Zukunftsthemen unser Profil schärfen und noch mehr Schlagkraft entfalten. So haben wir uns schnell darauf geeinigt, dass wir mehr für die Rentnerinnen und Rentner tun wollen. Jahrzehntelange Erwerbstätigkeit darf nicht in Altersarmut enden. Angemessen hohe Löhne und eine auskömmliche Rente müssen Hand in Hand gehen. Wir fordern mehr Personal und höhere Gehälter im Pflegebereich. Zudem wollen wir Projekte wie das der Gemeindeschwester Plus ausbauen, um pflegende Angehörige wirksam zu entlasten. In diesem Zusammenhang erachten alle drei Landtagsfraktionen der Freien Wähler auch ein gemeinnütziges Jahr für alle für sinnvoll. Wir wollen gerade junge Menschen stärker für einen Beruf in der Pflege interessieren und die soziale Bildung fördern. Zudem wollen wir uns in unseren jeweiligen Parlamenten für eine Stärkung der Mittelschulen einsetzen, denn unsere Gesellschaft braucht nicht nur Professoren, Doktoren und Anwälte, sondern auch Bäcker, Gärtner und Maurer. Alltagskompetenz als verbindlicher Unterrichtsinhalt in ganz Deutschland festlegen, Wasserstoff als erneuerbaren Energieträger voranbringen, auch das möchten wir ab sofort länderübergreifend initiieren. Denn die aktuelle Schwäche der Unionsparteien ist erschreckend. Wenn wir einen weiteren Linksrutsch in Deutschland verhindern wollen, müssen wir als Freie Wähler handeln. Ich könnte jetzt noch viele weitere Politikinhalte ansprechen, doch das mache ich in dieser Woche nicht alleine. Vielmehr stellt euch hier auf unseren Social Media Kanälen bis sonntags jeden Tag ein anderer Abgeordneter die Ergebnisse unseres Treffens im Maximilianeum vor. Fraktionschef Peter Wieder und seine parlamentarische Geschäftsführerin Christine Wernicke aus Potsdam, der Mainzer parlamentarische Geschäftsführer Stefan Wefelscheid und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lisa Marie Jäckle kommen ebenfalls zu Wort. Einschalten lohnt sich. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.